Eine gewaltige Flutwelle bringt Tod und Zerstörung. Wie das Paradies zur Hölle wurde. Tsunami 2004. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Es war eine der schwersten Naturkatastrophen aller Zeiten. Ein Seebeben der Stärke 9,0 auf der Richterskala. So geschehen am zweiten Weihnachtstag 2004 vor Sumatra. Die Folge eine gefährliche Flutwelle, die ungebremst auf die Küsten der Anrainerstaaten zuraste, auch auf die thailändische. Obwohl die Behörden vor Ort das schwere Erdbeben registriert hatten, gaben sie keine Warnung heraus. Ein fataler Fehler, der Tausenden das Leben kosten sollte. Darunter auch vielen deutschen Touristen, die mit ihren Familien Weihnachten am Strand feiern wollten. Die meisten von ihnen hatten den Begriff Tsunami vorher nie gehört. Sie wurden von der Welle völlig überrascht. Manche von ihnen hielten die Katastrophe mit ihren Videokameras fest. Auch dann noch, als sie längst schon um ihr Leben rannten. Die privaten Videos, die wir Ihnen heute erstmals zeigen, demonstrieren auf dramatische Weise, wie machtlos Menschen gegen die unglaubliche Gewalt des Wassers sind. Die Überlebenden, so viel ist sicher, werden diesen Tag niemals vergessen. Thailand, Dezember 2004. Weiße Sandstrände und sommerliche Temperaturen locken Sonnenhungrige aus ganz Europa. Thailand ist für mich das Nonplusultra-Land. Es ist easygoing, es ist einfach Sonne, Strand, Meer, Ruhe, relaxen, ausspannen, runterkommen, einfach ja, sich's gut gehen lassen. Man kann so gut reisen, die Leute, die Menschen, also mit Kindern ist man verwöhnt. Der Indische Ozean, ein Tauchparadies. Traumziel für Romantiker. Wir hatten eigentlich überlegt, dass es auch ein schöner Liebesurlaub wird und dass sich unsere Verbindung dadurch auch bestärkt. Weihnachten in den Tropen. Für viele ist es das erste Mal. Auch für Sylvie Europa und Tochter Lola. Es war sehr nett, sehr entspannend. Die Thailänder haben alles getan, um uns den Heiligen Abend so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie haben sich verkleidet, es gab Spiele. Wir hatten so ein wunderschönes Weihnachtsfest. Noch ist die Welt in Ordnung. Haben wir Geschenke gekauft gehabt. Dann war so ein Weihnachtsmann für die ganze Hotelanlage, der hat dann alles so verteilt und so. Guck mal, ob da was drin ist noch in dem Sack. Vielleicht hat er ja die Geschenke gleich drin gelassen. Private Aufnahmen für die Lieben zu Hause. Ja, sing mal ein Weihnachtslied. Der Weihnachtsmann vorne und hat uns was gebracht. Was ist das, Nele? Arche Noah. Eine Arche Noah? Habe ich ja noch nie gehört. Mit so vielen Tieren. Oh, das ist ja toll. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Nele und Lassi spielen schön am Strand. Die Urlaubsidylle trügt. Ich habe in der Nacht einen ganz fürchterlichen Traum. Und an dem Morgen, als ich aufgestanden bin, ging es mir gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte so das Gefühl, es gibt gleich ein ganz schweres Gewitter. Die Ruhe vor dem Sturm. An diesem Morgen ist Silvia Kulp schon früh am Strand. Wir sind an dem Tag wie an jeden anderen um 6:30 aufgestanden, zum Schwimmen gegangen. Haben eine halbe Stunde ja, einfach das Meer genossen. Uhr. An der Nordwestküste Sumatras bebt die Erde. 8 lange Minuten. Mit einer Stärke von 9,0 auf der Richterskala ist es eines der heftigsten Beben, das je gemessen wurde.
Die 150.000 Einwohner der indonesischen Provinzhauptstadt Banda Aceh suchen Schutz im Freien. Noch fürchten sie nur das Beben selbst. Im 700 Kilometer entfernten Thailand merken nur wenige, dass etwas nicht stimmt. Gegen 8 Uhr morgens hatte ich auf einmal das Gefühl gehabt, es ist ein langes Grollen, ein richtiges Brummen. Und ich bin dann vom Bett aufgeschreckt. Mir ist beim Schwimmen aufgefallen, dass auf der Wasseroberfläche Blasen waren, und zwar sehr viele Blasen. Und das hat mich insoweit irritiert, weil es vorher halt nie war. Ich hatte dann noch eben zu meinem Freund gesagt, schau dir das mal an, was ist das denn? Und dann sagt er, keine Ahnung, also wird nichts Besonderes sein. Die ersten Vorboten der Katastrophe. Doch niemand kann sie deuten. In der Tiefe des Indischen Ozeans vor der Küste Sumatras kommt es an diesem Morgen zu einem Super-GAU. Ausgelöst durch 2 Erdplatten, die sich überlagern. Die sich über lange Zeit aufgestaute Spannung löst sich innerhalb von Sekunden. In der Folge schnellt die Sumatra-Platte mehrere Meter empor. Das Wasser wölbt sich über dem Erdbebenbruch auf. Durch die Schwerkraft breiten sich Wellenberge und Täler über den gesamten Indischen Ozean aus. Im tiefen Wasser schneller als im flachen. Mit 4 Wellen rauscht der Tsunami in alle Himmelsrichtungen. Er wird die Küste von Sumatra treffen, dann Thailand, Sri Lanka, Indien, die Malediven und zum Schluss auch Ostafrika. Hawaii, 10.000 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Die Wissenschaftler des Tsunami Warning Centers haben das Beben schon nach wenigen Minuten registriert. Sie wollen die Menschen in Asien vor einer Flutwelle warnen, können aber niemanden erreichen. Sie scheitern, weil sie keine Telefonnummern haben. Ein ausgeklügeltes Tsunami-Warnsystem wie im Pazifik gibt es im Indischen Ozean nicht. So warnt niemand die Betroffenen. Die erste Flutwelle erreicht die indonesische Provinz Aceh 15 Minuten nach dem Erdbeben. Die Menschen sind völlig überrascht. Da die Gegend hier sehr flach ist, strömt das Wasser bis zu 5 Kilometer ins Landesinnere. Die Flutwelle reißt alles mit, was sich ihr in den Weg stellt. Menschen finden in den Wassermassen den Tod. Das ist jeder 5. Einwohner. Alle Leitungen von und nach Banda Aceh sind unterbrochen. So erfährt niemand in der Welt, was hier passiert ist. Auch nicht Karin Migdalek und ihr Lebensgefährte Thomas Dechert, die mit einem Tauchboot aufs Meer gefahren sind. Der erste Tauchgang endet, bevor er begonnen hat. Die Taucher können die Strömung nicht sehen, aber sie bekommen sie zu spüren. Ich habe dann festgestellt, dass mich diese Leine so lang so strafft und zieht, dass ich das Gefühl habe, irgendeine Kraft zieht mir beim lebendigen Leibe den gesamten Tauchanzug weg. Die enorme Strömung reißt die Taucher gleich mehrere hundert Meter mit sich. In dem Moment haben alle geschrien, canceln, canceln, canceln. Irgendwas ist ja überhaupt nicht in Ordnung. Dann haben wir beschlossen, wieder Richtung Pipi zu fahren. Immer noch in der Annahme, mittags einen schönen, geruhsamen Tauchgang machen zu können. An den Stränden von Khao Lak im Westen Thailands zieht sich das Wasser extrem zurück.
Stefan Kühn filmt die seltsame Naturerscheinung. Wir sind mit Flossen unterwegs, sie werden rausgezogen. Auch andere Urlauber werden aufmerksam. Mein Vater lag da am Pool und auf dem Liegestuhl. Und er sah da genau zwischen den Bungalows durch, hinaus aufs Meer. Und dann hat er plötzlich gesagt, wir sollen schauen kommen. Wir gingen zum Strand und sahen, dass das Meer wirklich weg war. Und er sagt, blieb stehen und sagt, das habe ich schon gesehen im Fernsehen, das ist ein Tsunami. Also man blieb einfach stehen. Das war so faszinierend, so unglaublich. Boah, Mörder, dahinter kommt noch eine größere. Die brechen da hinten und die Wellen, die brechen da hinten noch heftig, oder? Alter Schwede. Boah, jetzt bricht die da hinten heftig. Guck mal, wie die da brechen. Die Welle kam immer näher. Man sah auch, wie bedrohlicher sie wurde, aber niemand reagierte. Man stand dort und schaute einfach raus. Hammer! Was da hinten abgeht? Irgendwie ein Seebeben gewesen sein. Das Wasser ist nein. Das ist... Aber da hinten, da geht, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich... Ich glaube, die Schiffe, die haben da richtig Probleme gleich. Hier, die hauen noch alle ab, die Thais. Wenn die Welle hier auf den Strand rauscht, ne? Komm, lass uns mal das Dach. Ja. Schön, das mal. Hast du, ist Nele oben? Oh, die Boote hier, die Militär. Als die Marineboote sich über die erste Welle so, ja, eigentlich schon kämpften, weil die schaukelten ja hin und her, da wurde mir dann schon bewusst, puh, irgendwie läuft sich die Welle aber doch nicht so aus. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht, das Wasser. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Da wurde dann natürlich die Gefahr richtig klar. Denn da waren ja für uns zum ersten Mal sichtbar, hey, da sind Menschenleben jetzt wirklich gefährdet. Beziehungsweise da im Fischerboot konnte man von ausgehen, dass da halt niemand überleben wird. Run, 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 go, go! Ich sah so Richtung Meer und da habe ich dann das erste Mal die Welle gesehen. Ne? Das Riesending. Silvia Kulp ist noch in der Strandbar. Und die Welle kam immer weiter raus und ich habe dann zu meinem Freund gesagt, wir müssen hier weg. Also ich will hier weg. Und er sagte dann nur, ich zahle noch, geh du schon mal vor. Boah, was ist das? Da sind total viele Fischerboote gekentert da hinten. Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Jeder reagiert anders, manche verharren. Zwei Stunden und 10 Minuten nach dem Beben schlägt die erste Welle in Kaolack ein. Lass uns los. Ja. Boah. Tsunami. Ja? Mein Vater nahm meinen Bruder an der Hand und meine Mutter nahm meine Schwester. Und wir rannten alle zusammen zwischen die Bungalows. Ja! Ja! Ich kann doch nicht weiter! Ja, 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 ja! Familie Hebestreit wird im Hotel von der Welle erfasst. Und dann kam's. Und dann. Ja, dann war im Wasser, ne? Dann war der Raum geflutet so schnell. Und dann war das Wasser aber auch. Das war gleich
bestimmt 5 Meter gleich hoch, sofort hoch irgendwie. Da wurden wir auch richtig hochgedrückt in diesen 5 Metern. Da waren wir dann oben. Doreen ist dann nach unten durchgetaucht mit Felix. Irgendwie Felix hat sie noch einen Schubs gegeben. Irgendwie ich hielt ihn aber fest irgendwie, ne? Scheiße, komm, weiterlaufen. Die Welle ist fast 11 Meter hoch. Silvia Kulp und ihr Freund flüchten sich in ihr Badezimmer im ersten Stock. Ich sehe dann noch, wie das Wasser am Fenster hochsteigt und so 10, 20 Zentimeter an der Scheibe steht das Wasser. Und ich denke mir nur, hoffentlich hält die Scheibe. Und die Scheibe hielt aber nicht mehr. In dem Moment platzte die Scheibe und der Raum war innerhalb von wirklich Bruchteilen von Sekunden voll mit Wasser. Ich komme hier nicht mehr raus. Hinter mir war nur ein kleines Fenster, wirklich nur ein ganz kleines Fenster. Da komme ich niemals durch. Das war's. Du stirbst. Schnell. Von jetzt auf nachher, von einem glücklichen Moment auf den nächsten, bist du tot. Die Flut reißt das Dach des Hotels weg. Silvia ist befreit. Doch nicht gerettet. Dann kam irgendwann ein Stuhl auf mich zu. Ich musste immer an die Titanic denken. Ich hatte den Film kurz vorher gesehen und musste daran denken, dass ich mir irgendwas nehme, ein Stück Holz oder ein Brett, irgendwas, dass ich mich daran festhalten kann. Da war einfach Müll, Schutt, Tische, Bänke, Stühle und man Palmenäste und Bäume schon und man war einfach mit nach hinten geschwemmt worden. Man konnte sich nicht halten. Es war wirklich ein Wildbach, ein Strudel. Und ich weiß, dass Nadine dann weg ist und Steph und Jan hörte ich noch schreien, aber dann waren die beiden auch weg. Dann war ich lange unter Wasser. Versuchte hochzutauchen, habe mir einen Weg freigemacht durch den Schutt und das Holz und den Dreck. Dann war ich oben und habe mich an einem Brett festgehalten. Das Wasser reißt viele Familien auseinander, auch die Hebestreits. Man konnte sie auch schlecht über Wasser halten, zu dritt. Man braucht ja einen Arm frei irgendwie, ne? Dass man so ein bisschen rudern kann irgendwie. Ne? Ja, nur hatte ich ja Felix in der linken Hand und dann habe ich immer sein Handgelenk so. Ne? Da hatte ich die meiste Kraft so drin. Also die Hand hätte keiner aufgemacht. Komm, wir müssen das schaffen. Komm, Claudia, wir müssen das schaffen. Wir schaffen das. Claudia, wir schaffen das. Niki, wir schaffen das. Wir sind hier schon hoch. Wir sind hier schon echt hoch. Wir sind hier schon viel höher als das Wasser. Mama, was ist los? Die Welt zurück. Was ist das? 3 Stunden nach dem Beben erfasst die Welle die Insel Koh Phi Phi im Süden Thailands. Filmaufnahmen eines schwedischen Urlaubers. Auch auf Koh Phi Phi hat sich das Wasser von der Küste zurückgezogen. Dann kommt die Flut. Erst ist es nur eine flache Welle. Was folgt, ist eine gewaltige Wasserwand, die alles zerstört. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Get in the room. Now, whoa, get in. Go. It's okay. Oh, no. Roger Capolunghi ist in diesem Moment mit seiner Familie am Bootsanleger. Da
Nach 2-3 Sekunden hatte uns das Wasser schon erfasst. Ich konnte gerade noch nach der Hand meiner Tochter greifen und ihr sagen, halt die Luft an. Ich geriet unter die Boote. Ich kam nicht mehr aus dem Wasser heraus. Ich sagte mir, das ist das Ende. Ich fing an, Panik zu kriegen. Ich bekam keine Luft mehr. Die Welle reißt auch die heimkehrenden Taucher im Hafen mit sich. Dieser Strudel hat dann letztendlich mich immer wieder nach unten gezogen. Ich habe dann keine Luft mehr bekommen, kam dann hoch. Und wie ich dann immer wieder meinen Kopf nach oben strecken konnte, um Luft zu schnappen, habe ich dann von Weitem gesehen, ich bin ja jetzt dreimal so weit von der Küste entfernt. Wie Thomas Dechert kämpfen Tausende ums Überleben. Jeder ist auf sich allein gestellt. Saß er oben drauf, der Einheimische. Ja, dann habe ich versucht, das waren so 20 Zentimeter von der Pulver, wo ich so meinen Arm ausgestreckt habe, wo man immer so versucht hat, nochmal zu greifen. Ja, die rechte Hand war es, ne? Linke Hand hatte ich ja Felix. Ne? Aber ich wesen gedacht, er kommt mal auf ein Stückchen auf mich zu und gibt mir mal die Hand oder so. Ne? Nee, hat er nicht. Aber im Nachhinein weiß ich, dass er selber Angst hatte. Er hat ja auch teilweise unterwegs dann gesagt, Felix, ich kann nicht mehr. Dann habe ich gesagt, du musst, streng dich an, du musst genauso mithelfen wie ich jetzt hier. Wir müssen hier raus aus diesem Schweinkram hier, aus diesem Wasser. Manuela Henzi hat ihren Sohn Jan in den Fluten zu fassen bekommen. Doch wo sind ihr Mann und die anderen Kinder? Mein Mann habe ich auf dem Hausdach wiedergefunden und er hat sich dann in dieser Sekunde verabschiedet, also dass ich gut auf Jan aufpassen soll und dass, wenn wir zu zweit nach Hause kommen, das schon ein Riesenglück sei. Auch Roger Capolunghi droht in der Flut umzukommen. Boote werden zu tödlichen geschossen. Der Sportlehrer versucht, sich zu schützen, doch er wird schwer verletzt. Als ich den Kopf wieder über Wasser hatte, musste ich sofort an meine Tochter denken. Sie konnte das unmöglich überlebt haben. Und meine Frau auch nicht. Ich wollte nur noch sterben. Als ich aus dem Wasser kam, fiel mein erster Blick auf eine zerborstene Glasscheibe direkt vor mir. Ich hatte die Spitze genau vor mir. Dann sah ich meine Tochter, die 100 Meter weit weg war, voller Blut und Tränen überströmt. Auch Thomas Dechert schafft es zurück an den Strand. Ganz am Horizont war dann mein Tauchpartner, der ganz allein am Strand stand. Und letztendlich war das mein, wenn ich es so sagen darf, mein Leuchtturm, an den ich mich gehalten habe. Und dadurch, dass er immer wieder gewunken hat, ja, habe ich die Kraft gefunden, ihn zu fixieren und in die Richtung mich zu bewegen. Es war auch ganz schmutzig, das Wasser, daran kann ich mich auch erinnern. Sehr sandig und dunkel. Also vorher war es ja türkisfarben und ganz klar. Und es war eine richtige Brühe. Und ich kann mich erst wieder daran erinnern, dass mir jemand Wasser aus den Lungen geklopft hat. Und dann kamen Bretter auf mich zu und die drückten mich an den Baum. Und dann plötzlich habe ich mich an einem Ast hochgezogen. Auf diesen Baum haben sich schon mehrere Menschen gerettet, auch Silvia Kulp. Sie kennt Steph aus dem Hotel, bisher nur vom Sehen. Er war der Einzige, der sich dann mit mir auf dem Baum unterhalten hat, der auch seine Ängste mit mir geteilt hat irgendwo. Er hatte Angst um seine Schwester, weil die war 3 Jahre alt und
konnte noch nicht schwimmen. Der Mann über ihr verliert die Nerven. Er hat geschrien, er hat durch diesen Schock mit Sicherheit auch in die Hosen gemacht. Ich stand direkt unter ihm, er ist mir auf den Fingern rumgetreten, er hat sich übergeben, alles irgendwo in meine Richtung runter. Ein Polizeihubschrauber filmt die ersten Bilder der Zerstörung auf Koh Phi Phi, 150 Kilometer südlich von Khao Lak. Wir hörten, dass es eine zweite Welle geben würde. Also versuchten wir wegzulaufen. Wir rannten so schnell wir konnten. In dem Moment, etwa 200 Meter entfernt, sah ich meinen Mann, der eingeklemmt unter einem Baum lag und uns ein Zeichen mit seiner Hand gab. Ich sagte ihm, dass ich Hilfe holen würde. Die Leichtverletzten fliehen vom Strand Richtung Hügel. Karin Migdalik ist überglücklich, als sie dort ihren Lebensgefährten Thomas Dächer wiederfindet. Wir sind uns in die Arme gefallen und haben erst mal geweint. Dann haben wir aber auch gleich gesagt, jetzt müssen wir gucken, was können wir tun. Sie haben Angst vor einer zweiten Welle. Doch die Sorge um die Verletzten überwiegt. Wo wir Geräusche gehört haben, haben wir dann uns durchgewühlt und haben dann den einen oder anderen aus diesen Trümmern gezogen. Und die Menschen, die haben schrecklich ausgesehen. Die haben zerbrochene Arme gehabt, Beine, schwerste Verletzungen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das war ein unendlich langer Moment. Die Minuten, bis Hilfe kam. Die unglaubliche Stille, es war schrecklich. Dans un silence incroyable d'ailleurs. C'était terrifiant. Dann kamen zwei Touristen mit einigen Thailändern, Thomas und Chris, die ich bis dahin nicht kannte. Sie sind also gekommen, um mich von dort wegzuholen, während sie versuchten, mir so wenig wie möglich weh zu tun. Sie schafften es, mich zu befreien und mich außer Reichweite der zweiten Welle zu bringen. Ich erinnere mich aber auch, dass es mir zunehmend schlechter ging. Wir haben uns dann versucht, irgendwie zu unterhalten. Komischerweise geht sowas in so einer Situation. Da spielt Sprache irgendwie gar keine Rolle mehr. Ich habe ihm einmal sogar Frère Jacques vorgesungen. Das einfach war meine Intuition, bitte mach die Augen nicht zu, weil du wirst sie nicht mehr aufmachen. Karin gab mir großen Halt und Zuversicht. Sie war sehr stark und immer in meiner Nähe. Das war in dieser Situation sehr wichtig für mich. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Enrico Hebestreit gelingt die Rettung in letzter Sekunde. Da war ein Gelände, so ein Betongelände vom Flur. Das war der Flur so in der Hotelanlage. Und dann auch gleich rauf da, ein Bein rüber, zack, erstmal draufsetzen. Ne? Boah, geschafft, ne? Also erstmal geschafft. Und dann waren wir auch alle drei dann. Ja, und dann war das Erste, was Felix gesagt hat: Papa, du hast den scheiß Urlaub ausgesucht, ne? Das war das Erste, was er gesagt hat, ne? Aber ich habe gelacht, ne? Das war mir egal, ob er Scheiß gesagt hat oder nicht, war mir total egal. Ne? Nach und nach zieht sich die Flut zurück. Doch nun drohen neue Gefahren. Ich war dann die Letzte, die noch auf dem Baum war. Und einer der Skandinavier, der hat mir dann eben zugerufen, ich soll meine Arme und Beine um den Baum schlingen und mich runtergleiten lassen. Ich habe das versucht, aber das ging nicht weit, weil ich hatte nichts mehr an und ich hatte eh schon Wunden. Und nach einem Meter oder so habe ich dann losgelassen, weil ich komplett aufgerissen war am Körper und die Haut offen war. Und bin halt dann auf den Boden gefallen mit dem Steißbein zuerst und habe dann einen unsagbaren Schmerz im Rücken gehabt. Die Erwachsenen fürchten sich vor einer neuen Welle und laufen weg.
Nur der 11-jährige Steph steht Sylvia bei. Ich hatte schon Angst, aber ich konnte sie ja nicht alleine da lassen. Ja, ich habe nicht nachgedacht in dem Moment. Ich habe ihr einfach geholfen, sie mitgenommen. Er war 11 Jahre, er war klein und er hat es trotzdem geschafft. Er hat es geschafft, dass wir zusammen zu diesem Haus hin gehen konnten. Manuela Hensi läuft mit ihrem Sohn Jan zurück zum Strand. Sie sucht Steph und die 3-jährige Nadine. Ganz viele Menschen schreiten um Hilfe, ganz viele tote Menschen, ganz viele. Ich irrte umher mit Jan, wusste eigentlich gar nicht, wohin ich will. Und Jan sagt mir heute, du hast ja den Menschen auch nicht geholfen. Jan sagt, ja, da haben Menschen gewunken und ich dachte, ich suchte einfach meine Kinder. Stefan Kühn dokumentiert die Zerstörung. Alles kaputt, Mann. Nur die Hauptgebäude stehen noch. Die ganzen Bungalows, alles weg. Das ist eine Katastrophe. Sri Lanka, 2000 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Auch hier ist Hochsaison. Auch hier wurde niemand gewarnt. Viele Einheimische sterben in den Fluten, wie in der alten Kolonialstadt Galle im Südwesten Sri Lankas. Bilanz des Schreckens: mehr als 36.000 Tote. 1.500 allein in diesem Zug. Drei Stunden nach dem Beben überschwemmt der Tsunami die Malediven. Auf dem Atoll gibt es keine natürlichen Erhebungen. In Kenia sind die Behörden informiert. Sie fordern die Menschen auf, sich von den Stränden zurückzuziehen. Ein Beispiel dafür, wie eine rechtzeitige Warnung tausende Leben retten kann. In bürgerkriegsgeplagten Somalia gibt es solche Warnungen nicht. Über 300 Fischer sterben. In Thailand läuft die Rettung nur langsam an. Nur wenige können ihre Familie zu Hause verständigen. Ich rief meine Mutter an und sagte, Mama, hör zu, alles ist gut. Es gab eine riesige Welle, aber alles ist gut. Und sie sagte mir, oh, dann genießt es. Sie hat doch tatsächlich geglaubt, dass ich von einer Hitzewelle spreche. Wie hier in Khao Lak warten auch auf der Insel Koh Phi Phi die Verletzten verzweifelt auf Hilfe. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon so viele Schwerstverletzte und auch schon Leute, die dann in der Schwere der Verletzungen gestorben sind. Und dieser Hubschrauber, der ist nicht runtergekommen. Und ich habe mich noch so bemüht, aber der konnte nicht landen. Und das hat mich wütend gemacht. Erst nach 13 Stunden kann der erste Rettungshubschrauber landen. Ich erinnere mich, wie Karin zu mir kam. Alle waren sehr glücklich, mir sagen zu können, es ist soweit, der Hubschrauber ist gelandet. Du kommst endlich hier raus. Der Schwerverletzte wird ins Krankenhaus nach Phuket geflogen. Seine Frau Sylvie sucht ihn dort. Ich habe nach Roger Capolunghi gefragt. Man sagte mir, er sei nicht da. Da bin ich wirklich in Panik geraten. Ich wagte nicht, auf den Totenlisten nachzusehen. Ich hatte zu viel Angst. Und dann plötzlich hörte ich einen Franzosen, einen Journalisten sagen, soll ich Ihnen helfen? Ich gab ihm den Pass meines Mannes und er sagte mir, dass er ihn suchen wolle.
Ich wusste nicht, dass es noch andere Krankenhäuser gab. Also ist er losgegangen und er hat ihn schließlich gefunden. Auf Koh Phi Phi beginnen die Aufräumarbeiten. Die Toten müssen identifiziert werden. Vorne waren die Toten, hinten waren die Lebendigen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir kommen aus der Hölle. An diesen Kaianlagen haben in der ersten Reihe einige Thais gestanden. Und hinten dran waren nur Kameras. Und ich habe zu dem Zeitpunkt erst gar nicht registriert, dass dann die Thais uns angefasst haben und haben alle dann gesagt, Lucky, Lucky. Ich habe das gar nicht verstanden. Und haben uns immer wieder angefasst und anschließend sich, wie beim Schornsteinfeger, sich das Glück anzueignen. Die Überlebenden werden in Sicherheit gebracht. Also ich hatte immer die Augen offen, meine Eltern zu suchen. Aber die anderen haben auch gesagt, ich muss mitkommen, ich kann nicht alleine hier bleiben. Ich soll mitkommen. Im Auffanglager trifft er auf Enrico Hebestreit. Der hatte eine Tüte bei sich, wo schon lauter so Zeug für sich zusammengesammelt hat. Muss Kito-Spray und ein Gürtel und Geld, hat er ein bisschen was gefunden. Und ja, wie so ein Pfadfinder, ne? Ich war beeindruckt, ne? Naja, dann habe ich ihn auch so rum, so, ich sag mal, komm mal her und so, ne? Und dann haben wir ein bisschen so die Geschichten erzählt. Und ich habe ihm versprochen, ich sage, ich bringe die nach Hause. Ich sage, wir kriegen die nach Hause. Ich verspreche es dir, ich bringe die nach Hause. Und ab und zu ist er auch rausgerannt und hat nochmal geweint. Ne? Ich habe gesagt, du kannst doch ruhig mal heulen. Ne? Ich sage, das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Er hat so, wenn sich das verkniffen. Ne? War peinlich vor den anderen, weil er sie nicht kannte. Irgendwie, ne? In einem anderen Auffanglager 4 Kilometer nördlich. Ganz viele Verletzte, die kamen und wurden weggebracht. Sie kamen neue Leute, viele verstarben auch. Blut lief überall herum. Dann das Wunder. Dann kam Nadine, frisch geduscht, frisch gebadet, also wie ein Engel. Kaum ein Kratzer. Hier hatte sie so eine kleine Wunde, aber sonst hatte sie nichts. Also ihre Locken noch von Weihnachten, kein Kratzer, gar nichts. Also wie sie das gemacht hat, werden wir nie erfahren. Im Krankenhaus von Phuket erfährt Silvia Kulp, dass ihr Freund lebt, aber auch von der Schwere ihrer Verletzung. Der untere Teil des Wirbels war gebrochen, aber im Ganzen. Der obere Teil war in 1000 Stücke gebrochen. Und diese Stücke wanderten schon Richtung Rückenmark. Und deswegen durfte ich in diesem Moment nichts mehr, absolut nichts mehr machen. Der erste Gedanke war, okay, ja, ich muss nach Deutschland transportiert werden. Und dann sagt er, nee, geht nicht. Nicht mehr transportfähig, weil 2 Millimeter weiter und sie sind gelähmt. Nur 20 Stunden nach der Not-OP wird sie nach Hause geflogen, von der Bundeswehr. Ich wurde dann in die Medivac reingelegt. Ich habe die Schreie mitgekriegt, ich habe die Aufregung mitgekriegt, als es hieß, es kommt noch ein Schwerverletzter. Der wurde dann auch reingetragen, 2 Meter an mir vorbei. Ja, mehr tot als lebendig. Und ich habe dann auch von meinem betreuenden Soldaten, der mir die ganze Zeit während des Fluges zur Seite stand, habe ich auch erfahren, dass er gestorben ist auf dem Flug. Die Geretteten suchen nach ihren Angehörigen. Überall waren Leute. Und dann haben überall Leute geweint, weil sie nicht gefunden haben. Und andere selten war einer glücklich, der jemanden gefunden hat. Seuchen drohen. Eine Thailänderin gibt Steffs Mutter einen wohlgemeinten Rat. Sie meinte dann, dass wir am anderen Tag gehen sollten, solange wir noch Khao Lak verlassen können. Wir sollten uns diese Bilder nicht den Kindern antun. Und wenn Steve lebt, dann wird ihm geholfen. Ist er gestorben, können wir nichts tun. Ist er verletzt, wird auch zu ihm geschaut. Wer kann, verlässt das Katastrophengebiet. Viele werden nach Bangkok gebracht. Wie Steve Hensi,
mit der Familie Hebestreit. Da kam die Nachrichtenmeldung. Und ich hörte, wie viele Tote es gab. Dann begann ich zu weinen. Und dann habe ich praktisch nur noch geweint. Seine Eltern sind da ganz in der Nähe. Manuela Henzi ruft in der Schweiz an. Und dann musste ich sagen, ja, wir sind zu viert, wir leben, weil vom 26. bis 29. haben sie ja nichts von uns gehört. Und haben gesagt, ja, bis der fällt. Und das war schon ein Riesenschock. Aber realisiert habe ich es, glaube ich, bis dahin immer noch nicht. Enrico Hebestreit verständigt die Schweizer Botschaft. Habe ich dann angerufen und habe gesagt, ja, ich habe hier Steffensi. Was? Und wir haben hier die Eltern, alle leben und so. Und denen, das war nun ganz wichtig, dass sie ihn finden auch und so, ne? Und wo wir sind, und wir sind in Bangkok. Ja, wir sind auch in Bangkok. Dann plötzlich drehte er um, kam zu mir, kniete vor mir hin und sagte, dass er meine Eltern gefunden habe. Das Hotel war wirklich um Sichtweite, wir sahen es und gingen Steve abholen. Das Einzige, was er gesagt hat, als wir im Hotel waren, Mom, du musst nie Angst haben vor dem Tod. Nie zuvor hat eine Flutwelle so viele Opfer gefordert. Mehr als 230.000 Menschen starben an jenem zweiten Weihnachtstag. Ein Jahr später kehren viele Überlebende an den Ort der Katastrophe zurück. Auch Roger Capolunghi aus Paris. Er stand auf beiden Beinen und seine Frau und seine Tochter standen neben ihm und wir haben uns erstmal glücklich umarmt und haben natürlich fürchterlich viel geweint, aber das waren Freudestränen und wir haben nur gesagt, du lebst, das ist das Wichtigste. Gemeinsam gedenken sie der Opfer der größten Naturkatastrophe in der Geschichte der Menschheit. Der 26. Dezember 2004. Ein Tag, der das Leben vieler Menschen prägte und veränderte. Für immer. Denn wer überlebte, hat das Trauma oft nicht überwunden. Eines aber hat die Katastrophe immerhin bewirkt. Ein internationales Warnsystem, Tsunami-Warnsystem, ist mittlerweile installiert, damit so etwas niemals mehr geschieht. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History, Apokalypse 2012. Sind unsere Tage gezählt? Die Prophezeiung einer alten Hochkultur, auf den Tag genau vorausberechnet. Das Geheimnis des Maya-Kalenders. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History – Geheimnisse der Geschichte.